Also über die Brücke. Rein ins Gebirge und da vorne ist auch was. Immer die Karte im Blick behalten. Und eine Höhle. Ich meine, wieso denn nicht? Können wir ja nochmal machen. Weißt du was? Wir hauen ihn direkt hinterher. Und den hier. Die Animation kann man, glaube ich, auch verkürzen bzw. verkürzt anzeigen. Werde ich mich später noch drum kümmern, wenn es uns alle doch auf die Nerven geht. Aber am Anfang finde ich es gar nicht schlimm. Weg ist er. So, weil hier lässt er mich nicht rüber, weil da Wasser ist. Okay. Das ist schon richtig so, glaube ich. Er ist da oben. Puh. Hey. Sprichst du tatsächlich mit mir? Was ist das? Beziehungsweise, wer bist du, soll das wissen? Ich bin da gerade an einem Typen im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass es weiter hinten gefährlich wird, aber er hat mich ignoriert. Sephiroth. War da auch so ein Typ mit... Was ist denn mit der Übersetzung immer los? War da auch so ein Typ im schwarzen Umhang? Ich gehe weiter. Weiter hinten wird's gefährlich. Pass unterwegs auf. Sollten dich unterwegs Fremde herzlich grüßen, so grüßt auf jeden Fall zurück. Oh, ich denke, das macht den Spaß aus, wenn man sich auf den Straßen... Ernsthaft? Bitte. Wer auch immer das zu verantworten hat, ich liebe dieses Spiel vom ganzen Herzen, ja? Und es ist eine PC-Portierung, beziehungsweise ich glaube, man kann sogar sagen, eine kleine Remastered-Version, weil ja alles so ein bisschen aufpoliert wurde und so. Warum zur Hölle habt ihr diese schlechten Übersetzungen drin gelassen? Warum? Ich will wenigstens wissen, was der Mann zu sagen hat, verdammt. Das ist so gemein. Oh, ist das schön. Das ist jetzt wieder nicht so schön. Warte mal, ich wollte nur gucken, ob ich da unten vielleicht hin... Upsala, ob ich da unten hin kann. Eieiei. Bio auf alle und dann machen wir Runde 6. Oh, die können aber was. Machen wir mal direkt die Heilung. Naja, ich kann aber auch was. Das war schlecht. Das war wirklich nicht gut. Sind sicherlich nicht feuerresistent. Ich glaube, Wasser wäre super für die. Und das Limit sollten wir auch nutzen... so oft wir können. Das heißt, wenn der nicht stirbt, wenn er jetzt nicht stirbt und er ist gestorben, hätte ich nämlich das Limit von ihr ausgelöst. So, nochmal kurz nach unten. Hep! Kann ich hier rein? Kann ich hier so? Nein, okay.
und ein erneuter Makoreaktor und natürlich ein schöner Kontrast hier so mit der Musik, mit der ruhigen, mit der Natur hier, mit den, naja, leider verdorrten Baum. Und dann das. Ja, danke schön, lieber Zufallskampf, dass du die Stimmung jetzt gerade erfolgreich versaut hast. Ah, kein Problem. Wir machen den hier. Den hier. Und natürlich den hier. Nummer 1. Kein Problem. Das ist schon eher ein Problem. Ja, bitte nicht ihn. Ich nehme dafür aber den Zauber. Kann natürlich sein, dass wir noch einen Zufallskampf haben werden. Und wir können nicht in diesen Makoreaktor rein. Ich will trotzdem mal ein bisschen rumgucken. Das mit den Leveln ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm. Das kann man ja mal kurz noch mitnehmen. Ich glaube aber, wir können hier nichts machen. Ich glaube, hier kann man wirklich nichts machen. Ich glaube nämlich, wir kommen nochmal hier hin. Ich sag ja, ich bin mir wirklich bei vielen Dingen einfach gar nicht mehr so sicher. Aber so die Kleinigkeiten, da merke ich, dass sie doch mal irgendwo hängen geblieben sind. Also die kleinen wichtigen Sachen. Keine wichtigen Sachen hört sich wirklich komisch an. Ich glaube, ich sollte heilen. Ist nicht nochmal Cloud. Ist das euer Ernst? Ah, das ist doch nicht wahr. Das ist nie passiert, das habt ihr nie gesehen. Gerade bei dem Kampf lief es auch ein bisschen anders, als ich den Kampf nochmal wiederholt habe, hier vor Costa del Sol, auf dem Frachtschiff. Da lief es wirklich nochmal ein bisschen anders, weil ich ja natürlich nicht geredet habe. Ich möchte hier auch nicht komplett stumm sein. So, jetzt nochmal. Aber so ist das ja manchmal in einem Let's Play. Egal, ich werde es trotzdem alles schaffen. Wer hat denn hier mal Bock auf heilen, hä? Willst du mal? So. Okay, hier haben wir nichts. Können wir wieder zurück. Wir müssen da also einmal den Reaktor umrunden, um hier wieder rauszukommen. Und nun sind wir hier. Wir können jetzt hier nochmal hoch. Sind dann hier. Zufallskampf war natürlich klar. Und wie immer ist das natürlich kein Problem. Im Gegenteil, das hilft uns eigentlich gerade sogar noch. Menno! Man merkt schon, man bekommt jetzt schon einige Probleme. Ich muss es also wirklich irgendwann mal nachholen.
super. Und die Eris könnte auf jeden Fall gleich ein Ätherchen vertragen. So, ein Ätherchen. Haben wir denn eins? Ja, da unten. Ach, wir haben sogar 11. Okay, mehr kann ich hier leider nicht machen. Schade. Mehr nur Grummel. Und die sehen auch nicht wirklich nett aus. Ich glaube, ich kann... Kann ich bei euch Blitz? Kann ich? Ich probiere es mal aus. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Einen habe ich erwischt. So, jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken, wo wir hier hin müssen. Ich glaube, ich muss sowieso erst nach unten, dann nach oben. Oh! Ja, da hätte man natürlich jetzt hingucken sollen, weil ich hier gerade alles so schnell machen will. Weil ich so viel Zeit verplemper irgendwie. Hä? Aber ich konnte doch hier... Konnte ich nicht? Dann nehmen wir natürlich noch einen Zufallskampf mit und gehen dann nach oben. Weißt du was? Wie wär's denn mal hiermit? Und weißt du was? Wie wär's denn danach hiermit? Und schon kann man sich entspannt zurücklehnen. Na, heute ist irgendwie nicht so wirklich mein Tag. Ich habe Angst zu speichern in diesem Spiel. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt gerade mal die ganze Zeit meinen Mund gehalten. Ich hoffe, ich habe geschnitten. Ich hoffe, ich konnte es sehen. Hep. Und ja, vielen Dank. Das zerrt so ein bisschen an die Nerven, wenn man die ganze Zeit auf das Speichern wartet. Dann, das war nicht so viel Spaß. Das ist echt doof. Weißt du was, du kriegst Bio und dann hau ich dich. Und dann hau ich dich auch mit Eris. Weil das schaffe ich. Die bringt dich um. Die macht dich jetzt alle. So, kriegst du den hier. Und dann kriegst du aber noch den hier. Und der, das war sogar stärker als der Schlag von Cloud, was irgendwie seltsam ist. Aber okay. Ich müsste auch mal wieder wechseln. Ich möchte wieder tiefer in die Gruppe haben und Barrett und so. Oh, drücke okay, um zu springen. Ich habe okay gedrückt. Willst du mich veräppeln? Ich habe es getan. Ich habe gedrückt. Ich möchte bitte, darf ich bitte, ich habe gedrückt, verdammt. Hat übrigens auch noch nie wirklich geklappt. Ich mache euch da nichts vor. Zeit immer für die Cloud-Speicherung Doppel-MG, die ist für Barrett. Ein bisschen neidisch jetzt, ich möchte bitte auch ein neues Schwert. Aber an diejenigen, die das Spiel nicht kennen, ne, merkt ihr, es gibt so viele Kleinigkeiten im Spiel. Merkt ihr jetzt, wieso es... Oh Mann! Wieso es doch etwas problematisch wird, das nochmal jetzt umzusetzen in guter Grafik.
Schwierig wird wirklich der Humor sein. So Barrett, der sah ja extrem cool aus jetzt in den Remake-Trailer. Und ihn dann halt in eine Matrosenuniform zu stecken, dann würden die Leute, die das dann das Spiel sehen und den Vorgänger nicht kennen, würden denken, was ist das denn? Die haben das Spiel total affig gemacht, wisst ihr? Und da müssen die halt, die müssen auf ganz viele Details, also auf ganz viele Dinge. Ich hoffe, dass sie sowas mit reinnehmen, wenn auch in irgendeiner abgewandelten Form, aber ich verstehe, was die Schwierigkeit daran ist halt. Du musst es halt von vornherein den Humor dann auch irgendwie reinbringen. Angefangen mit Bix, der sich halt den Popo verbrennt. Und dann nach der Bombenexplosion, die ja halt eigentlich total dramatisch ist und so. Und dann so rennt und sich den Popo die ganze Zeit festhält. Und sagt au, au, au. Das wird alles echt problematisch. Und neben dem Humor, meine ich auch diese ganzen kleinen Minispiele hier so nebenbei. So jetzt gerade das mit den Greifen. Das gibt es so. Mondjaulen. Oh, cool. Wir haben ein neues Limit. Und das gibt es wirklich so oft hier in diesen Spielen. Das Spiel ist auch wirklich schön lang. So wie Spiele halt damals waren, ne? Nein, ich wollte nur einmal gucken, was prüfen. Versetz dich selbst in... okay, okay. Können wir aber gut in so Zufallskämpfen machen. Okay, 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 okay. Oh, wir gehen. Ich drücke nach links. Oh, willst du mich veräppeln? Oh. Ah, das ist gut. Cloud, bitte. Ja! Juhu! Ein Zauberstab? Müsste doch eigentlich für Aerith sein, oder? Ja! Oh, da freue ich mich gerade. Juhu! Nochmal! Nochmal! Oh, was ist das denn da oben? Eine Materie. Turboäther? Oh! Oh, okay. Ich werde jetzt noch... Nein! Materia-Verwandlung. Ah, damit konnte ich noch nicht so wirklich... Warte mal, das soll ja eigentlich richtig gut sein. Moment. Das haben damals viele meiner Freunde, die es auch gespielt haben, benutzt. Ich nehme es einfach mal mit rein. Nö. Nö, nö. Ich möchte jetzt erstmal nach unten. Erstmal, was uns unten erwartet. Ich gehe nochmal nach oben. Ah, oben kommen wir dann auf die Brücke. Moment, ich gehe nach unten. Ich glaube, da können wir was machen, so dass wir dann sowieso nach oben müssen. Ne, mach ich mal den hier. Ne? Ja, dann mach. Oh, das war das, was wir gelevelt hatten. Das ist ja cool. Das freut mich. Wir haben Feuer gelevelt. Das ist super. Weißt du was, mein Lieber? Friss. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Boah, das finde ich echt gut. Ich freue mich gerade voll. Okay. Aerith kriegt also jetzt ein Ätherchen. Du gehst wieder nach unten. Triffst du deine Leute hier? Oh, Cloud, da ist's. Wir können erst weiter, wenn die Brücke runtergelassen wurde. Ich glaube, im Schuppen dort drüben ist ein Schalter. Aber hier sind so viele Ungeheuer und ich bin so kaputt. Der Schuppen ist hier. Das ist so süß. Komm schon, Cloud. Lass uns eine Minute ausruhen. Okay, dann. Okay, Tifa hat gesagt, sie ist fertig. Ich wollte jetzt aber eigentlich Tifa mitnehmen. Ich werde jetzt mal, nein, ich werde die Gruppe so lassen. Okay, wir müssen also jetzt einmal nach oben. Cloud, los, Cloud, los, los, los! Och, Menno. Lieber Herr Zufallskampf, wieso ist Red nicht geheilt? Oh, verdammt. Keine Sorge, das kriege ich hin. Würdet ihr bitte nicht auf Red gehen? Vielen Dank. Hm.
Da stimmt was nicht. Ah, die Waffe ist geändert. Okay, ich habe die Verbindung nicht mehr für die alle Substanz. Ich glaube, Cloud kann auch noch heilen. Obwohl? Na, schade. Ja, hier, den hier. Ja, das war jetzt ein bisschen großkotzig, dass das keiner von euch mitbekommen hätte. Ich früher mal Heat-Trank gesagt habe. Los, Cloud, los. Wir machen's. Wir haben's gleich. Ganz schön eng hier drin. Komm schon, Cloud, lass dich dadurch nicht beeinflussen. Lass sehen, da ist... Ah, wenn ich den hier umdrehe, müsste was passieren. Und da sind sie alle. Was ist das denn? Na. Oh. Ah, wie süß. Was sollen wir tun? Nimm das verflixte Juwel oder lass es, wo es ist. Ich weiß, dass wir hier, glaube ich, Phönixfedern kriegen. Die kann ich mir auch kaufen und, das ist so unnötig. Ich möchte den Vögel nichts tun, beziehungsweise der Vogelmutter, das weiß ich nämlich noch. Und, deswegen lass es, wo es ist. Cloud. Hahaha, huhu. Wupp. Und wieder weg. Muss ich wirklich jetzt ernsthaft? Okay. Wir müssen nochmal den Weg zurück kurz. Entschuldigung. Ja, ich bin ein Fan von Bio, merkt man das? Ah, ich bin... Oh, jetzt habe ich... Entschuldigung, wirklich Entschuldigung. Ich habe das mit der alle Substanz vergessen und habe jetzt Heilung auf Eris gemacht, was total unnötig ist. Ich werde das sofort gleich fixen. Oh, das ist sehr angenehm gewesen jetzt. Okay, Eris. Ist ja jetzt, da müssen wir mal kurz die Materie tauschen. So, warte. Wir machen dann mal hier Hitze und hier Wiederbelebung. Hier alle und hier die Genesung. Könntest du auch direkt einmal... So. Wir brauchen ja für alle ein... Nein. Wir brauchen für alle ein Äther. Vielleicht haben wir ja gleich die Möglichkeit, uns irgendwo zu heilen. Wir sind gleich da. Wie gesagt, es ist alles eigentlich gut. Ja, hier, den hier. Und auf den hier konzentriere ich mich mal so. Und Eris hat den Limit. Jetzt hoffe ich natürlich, dass durch die Beschwörung, weil das ja auch Feuer ist. Ja, nee. Ach, verdammt. Weil die Beschwörung Feuer ist, werden wir den in der Mitte wohl überhaupt gar nichts tun.
schade. Ich muss mich mal gerade kurz anders hinsetzen. So. Hat keiner gemerkt. Wir brauchen das Limit von Aeris nicht, aber desto öfter wir... Ich erwähne das halt manchmal, ne? Desto öfter wir das Limit auswählen, desto mehr Level wir es. Wartet auf mich, wir sind gleich da. Wir haben's gleich. Was ist denn, wenn ich jetzt hier lang gehe? Oh, das ist echt schlimm bei mir. Das ist echt schlimm bei mir. Wenn ich sowas sehe, so zwei Wege, gehe ich immer den, wo man sich denkt, ah, den sollte ich wahrscheinlich nicht gehen, der ist bestimmt nur irgendwie einfach nur so da. Ich bin mal gerade echt bequem. Ja, das war wirklich sehr bequem. Einfach mal so ein kompletter Durchgang. Doch, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich wahrscheinlich schon einmal gefunden. Ein Zelt. Eine Gemütskapsel? Ey, entspannt ihr Leute jemals? Es tut mir sehr leid, aber ich kann nichts für euch tun. Und eine Kraftkapsel. Eine Speedkapsel. Kommst du? Wo ist denn die Kraftkapsel jetzt? Ich möchte sowieso mal einmal ganz kurz was auswechseln. Moment. Weißer Umhang schützt vor. Warte mal. Er hat das Kraftarmband. Er bekommt mal das hier. Und er nimmt dann das Kraftarmband so. Oh Mann, Coral ist echt vor die Hunde gegangen. Es war einmal eine berühmte Kohlenbergwerkstatt. Es hieß, sie gäbe es mehr Job als du. Naja, du weißt schon. Und jetzt ist sie nur ein mieses Loch. Ich meine, ich, mein Bulldozer und ohne Arbeit. Ohne Arbeit kann ich noch nicht mal mein Gesicht zeigen. Alles, was mir bleibt, ist den ganzen Tag in diesem Loch zu leben. Mit Totenschädeln? Zumindest sieht es recht so aus. Ach, Manu. Alles geht hier vor die Hunde. Und auch dafür mache ich jetzt einfach mal Shinra verantwortlich. Da gibt es ja Jobs. Wisst ihr was? Shinra stinkt. Habt ihr schon gesagt? Ich glaube, ihr konntet nicht so gut auf Blitz, oder? Kann das sein? Die sind echt nicht nett. Ich mag die nicht. Ich mag die wohl. Muss ich mal ganz kurz gucken. Die Aeris, die holt echt ganz schön auf hier mit dem Level. Komm, ich mach einmal Heilung. Das war so doof schon wieder. Oh, das war auch so doof. Wisst ihr, was passiert mir gerade halt die ganze Zeit? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin zu zerstreut. Ich muss da so viele Sachen vorbereiten für das neue Jahr hier halt für Silvester.
Ich weiß doch gar nicht, wenn die Folge hier kommt. Ist es da schon Silvester? Ist es schon vorbei? Weiß ich gerade gar nicht. Es sind nicht mehr viele Zufallskämpfe. Keine Sorge. Und ich glaube, mit dem Blitz treffen wir auch nur ihn. Und die anderen beiden vorne müssen gegen Feuer. Ja. Die können nicht auf Feuer. Aber da mache ich das normale Feuer, weil ich habe nicht mehr viel Mana. Ihr dürft gerne nochmal den Cloud hauen. Das wäre super. Das ist natürlich auch gut. Und es tut mir leid, ich merke gerade wirklich, dass die Zufallskämpfe zu lang sind, zu sehr stören. Also jetzt fängt es gerade so ein bisschen an im Let's Play. Aber ich mir denke, das passt einfach nicht mehr so gut. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir diese Substanz gefunden haben. Und ich muss bis zur nächsten Aufnahme auf jeden Fall mal nebenbei hier so ohne, ohne Let's Play leveln. Das sieht auch nicht ganz gesund aus hier. Wir sind ja schon einmal über so eine Brücke gegangen. Das endete nicht gut für uns. Was mache ich hier eigentlich? Naja, wir haben es ja überlebt. Na komm, Aris. Wir haben es gleich geschafft, komm. Liebes Spiel, warum mobbst du mich so? Deine Pan. Weißt du was, ich nutze Mana nicht für den. Soll es halt machen. Soll es sich vor irgendjemand in die Luft sprengen? Ich werde jetzt in dem Zustand eh nicht sterben, aber er wird mein Limitbalken auffüllen. Mal gucken, wen er nimmt. Ah, okay. Limit Balken voll und wir leben noch. Ach ja. Sian, hätte nicht gedacht, dass du dich hier nochmal sehen würden. Haben sie dich aus deiner anderen Stadt rausgeschmissen, oder was? Zerstörst alles, was du anfasst. Du hast Nerven, hierher zurückzukommen. Schau dir diesen Ort an. Es ist alles deine Schuld, dass Nordcore so verkommen ist. Warum sagst du nichts? Oder hast du schon vergessen, was du hier getan hast? Es tut mir leid. Du verdammtes Arschloch. Du bist die Mühe echt nicht wert. Verschwende keine Zeit damit, um mit diesem Techno-Freak zu reden.